Und weiter geht's, ihr Lieben, mit einer neuen Folge hier in New World. Heute geht es um die Skills und die Kampftechnik mit der mächtigen Zweihandaxt. Also, gehen wir rein hier in die Zweihandaxt. Ich habe unseren Dude hier auch schon ein bisschen neu geskillt. Bei der Zweihandaxt skalieren die Werte eben komplett mit Stärke. Das heißt, wenn ihr auf Zweihandaxt geht, komplett in die Stärke rein und dadurch steigert sich dann der Damage der Axt. Und bei den Skills haben wir hier, ja, ich habe 4 Punkte zu vergeben, ich bin Stufe 5 und habe hier natürlich die Hauptstats vergeben plus hier nochmal die rasende Dynamik. Gehen wir mal kurz rein. Raffen verlängert deine Axt um 5 Meter. Und zieht so Gegner zu dir heran, verursacht 110% Waffenschaden. Man grabt sich die so ein bisschen. Eine Möglichkeit, Gegner sich ranzuholen und dann Damage auszuüben. Dann Ansturm, stürmt 10 Meter voran und verursacht 120% Waffenschaden, wenn du das Ziel erreichst oder linke Maustaste drückst. Genau, das heißt, man stürmt einmal zu. Und hier habe ich das auch direkt nochmal verbessert. Ansturm verursacht nun basierend auf der zurückgelegten Entfernung 120-140% Waffenschaden. Und dann haben wir als letztes hier Hinrichtung, ein mächtiger Angriff über Kopf, der 200% Waffenschaden verursacht. Verursacht 300% Schaden bei Gegnern mit weniger als 50% Gesundheit. Also, gehen wir da rein mit der schweren Axt. Ich muss sagen, war bisher absolut nicht meine Favoritenwaffe. Und tja, ich bin sehr gespannt. Ist ein bisschen, also ich sag mal, ist ein ganz anderes Spielen. Deutlich langsamer, auch von den Schlägen und allem. Und ich kriege halt immer wieder einen auf die Ohren, ne? Gegrabt. Ausweichen. Jetzt hat er weniger Leben. Zack, Finishing Move. 746er Schaden, Alter. Das hatte ich mit anderen Klassen und Waffen bisher noch nicht. Das macht einfach Bam. So, jetzt suchen wir uns schon mal das nächste Opfer. Das zweite hier ist der Ansturm, also auf R. Bam. Haben wir ihn nochmal gegrabt. Weniger Life und gib ihm. Nichtsdestotrotz kann natürlich auch daran liegen, dass ich jetzt hier halb nackt rumrenne. Nichtsdestotrotz kassiere ich halt ständig. Und das ist das, was mich so ein bisschen stört an dem Ganzen. Er haut zwar Kellen raus, ohne Ende, aber er braucht auch im Idealfall, meiner Meinung nach, vielleicht einen Tank. Oder es kommen noch später Skills dazu, die so ein bisschen mehr Kontrolle bringen, wobei Skills an sich gibt es ja nicht mehr, ne? Also wie gesagt, das ist das, was mich halt so ein bisschen, ja, oder ich muss halt ein bisschen besser klarkommen. Weg. Schon wieder eingekriegt. Zack, weg, wieder eingekriegt. Siehst du, also jedes Mal, bam, wieder eingekriegt, kannst du nicht ausdenken. Also das ist es halt, ne? Ganz schwer zu sagen, haut jetzt der Finishing Move, haut er ihn jetzt platt oder nicht? Ich struggle halt sehr mit dieser Waffe, ne? Grundsätzlich von dem Style hinrennen und BAM! Ordentlich draufhauen, einfach geil, macht einfach Bock. Und es ist auch mächtiger Schaden, der da zustande kommt. Nochmal eben was snacken. Gucken wir mal, wie weit kommen wir ran. Bam! Bam! Und weg. Ah, haut er mir wieder ein. Aber ich komme auch dann nicht weg. Dann fehlt mir die Ausdauer, um wegzukommen. Oder ich darf nur 2 Attacken machen. Und dann quasi erst weg. Kann auch sein. Vielleicht besser. Und das Rangrabben. Ich will ihn gar nicht rangrabben. Ist es ja. Ich will ja gar nicht. Also ich würde ihn ja eher wegschubsen. Ich weiß es nicht. Also, ist so vom Style her geil, ist aber, oder ich kriege es einfach nicht hin, ist einfach auch mit der Skillung
nicht so ganz meins, muss ich einfach sagen. Es haut zwar gut rein und ich denke auch gerade, wenn man da in der Gruppe mit unterwegs ist als DD, kann man da ordentlich Kellen raushauen. Alter Falter. Aber im Solo finde ich es, gerade wie gesagt mit der Skillung, ein bisschen schwierig. Deswegen habe ich auch nicht so viel damit gespielt. Und ja, ich würde sagen, wir skillen einfach mal direkt um und schauen uns den anderen Skillbaum an. Nehmen wir die Punkte hier nochmal eben zurück und gehen hier in 1, 2, 3 in die Main Stats und haben als Passiven, ich würde sagen, wir erhöhen noch den Wirbel. So, jetzt haben wir hier so einen Wirbelwind-Barb sozusagen. Können hier einmal auf der Kuh uns durchwirbeln. Hoppala. Ausweichen. Alter. Mächtige Angriffe. Ich musste den platt machen. Der war halt so ganz nah bei mir. Also, gucken wir uns nochmal die Details an. Das erste hier ist der Mahlstrom. Schneller Drehangriff, der Gegner zu dir heranzieht. 110% Waffenschaden verursacht. Nächstes ist hier der Wirbelwind. Der Drehangriff verursacht 50% Waffenschaden bei Gegnern in der Nähe. Wenn du einen Gegner triffst, drehst du dich erneut bis zu 4 Drehungen. Also, je öfter man trifft, desto mehr dreht man sich dann. Bis zu 7 Drehungen dann hier sogar. Auch nicht schlecht. Also auch da wieder, vielleicht auch für einen Bossfight, gar nicht verkehrt. Quelle der Schwerkraft. Du wirfst eine Axt und erzeugst einen Strudel. Das hatten wir jetzt gerade gesehen, was sich da so zusammengezogen hat. Der Gegner 3 Sekunden lang in seine Mitte zieht, endet in einem in einer Explosion 125% Waffenschaden. Ich werde angegriffen, alter Falter. Eben was snacken. So. Und dann können wir jetzt ja hier diesen Mahlstrom mal machen. Dann wird er ja zusammengezogen. So, zieht er ihn da ran. Eher nicht. Nochmal eben was snacken. Zack, ausgewichen. Jo, jetzt habe ich auch noch 2 am Arsch. Ei. Na, gucken wir mal. Eben was snacken, ob wir die platt kriegen. Der eine ist schon halb platt, das ist gut. Nochmal was snacken. Das waren nochmal 2 große Angriffe von denen. Aber ich mache gerade nicht so wahnsinnig viel Schaden, ne? Und wenn ich mir das hier angucke, also mit so einer Waffe. Alter, das war natürlich nicht schlecht. Das haut gut rein. Ne, das waren jetzt bis zu 7 Angriffe mit jedem Treffer. Das wäre jetzt der normale Wirbler. Der haut gerade zu doll. Oh, oh, oh. Nochmal ausweichen, nochmal ausweichen. Ei, und da hat er mich auch. Tja, was halten wir denn davon? Also, wie gesagt, meins ist es tatsächlich nicht. Es ist so langsam. Es ist so träge irgendwie. Ne? Und dann kommt noch dazu, man zieht sich die Gegner auch noch selber ran, dass sie einen besser treffen können. Weiß ich nicht. Ob das so gut ist? Dann doch lieber mit den schnellen Aktiven oder wie gesagt, die Waffe als Zweitwaffe. Wenn man dann in der Gruppe spielt oder sowas, dann macht das vielleicht Bock. Aber für mich im Nahkampf und im Solo nicht die ideale Waffe. Wenn dir das Ganze gefallen hat, Daumen da lassen, den Kanal abonnieren und wir sehen uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch.